Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Im heutigen Podcast-Interview haben wir Helmut Leitner zu Gast. Helmut ist seit vielen Jahren Supply Chain Führungskraft gewesen in großen, renommierten Unternehmen, ist seit 4 Jahren jetzt selbstständig und konzentriert sich voll auf das Thema integrierte Businessplanung, also vor allem die gesamtheitliche Unternehmensplanung kann man es jetzt auch nennen. Und er hat einen Schwerpunkt oder eine Besonderheit. Er hat ein Konzept entwickelt, was er auch im Podcast vorstellen wird ausführlich, bei dem er vor allem den menschlichen Aspekt in der Unternehmensplanung als Schwerpunkt setzt. Und wenn euch so ein Thema interessiert, dann bleibt dran, hört rein, schaut rein, denn ihr werdet einige tolle Erfahrungsschätze von Helmut heute mitnehmen können. Ich fand das ein sehr inspirierendes Gespräch und ich hoffe, ihr seht es in einer Stunde, wenn ihr durchgehört habt und durchgeschaut habt, genauso. Hallo Helmut, willkommen beim Supply Chain College. Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung. Helmut, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Was ist so dein Hintergrund? Wer bist du und wie bist du zum Thema Supply Chain Management gekommen? Ja, also mein Name ist Helmut Leitner. Ich bin Österreicher, jetzt aber schon seit fast 20 Jahren in der Schweiz. Ich habe eigentlich Verfahrenstechnik studiert in Österreich. Bin aber dann eigentlich nie in diesen Bereich reingegangen, sondern hatte das Glück, dass ich bei Johnson & Johnson damals in Österreich in einem Produktionswerk gelandet bin, in der Produktion. Und dort im Laufe der Jahre mehr oder weniger alle Jobs gemacht habe, die man in einem kleinen Produktionswerk machen kann. Hatte dann auch das Glück, dass im gleichen Gebäude auch die kommerzielle Organisation von Österreich war und der Managing Director ein großes Projekt bekommen hat, europäisch, um neue Produkteinführungen zu verbessern. Und ich damals ich war damals einer der ersten Six Sigma Black Belts und sehr prozessinteressiert und bin dann in dieses Projekt voll reingestiegen und habe dort erkannt, wie wichtig eigentlich in Organisationen wirklich das Zusammenspiel der Funktionen ist, weil bei neuen Produkteinführungen ja alle Abteilungen mehr oder weniger mitspielen und einen Teil beitragen müssen. Und da habe ich gesehen, eigentlich ja, auch wenn man glaubt, innerhalb seines Silos, man macht alles perfekt, aber der Unterschied ist oft, wie die einzelnen Silos miteinander zusammenarbeiten. Und das ist auch irgendwie, wie ich dann in den Bereich Supply Chain gekommen bin, also dass ich eben in der Planung dann gemerkt habe, okay, es könnte auch interessant sein, S&OP zu machen. Also ich habe dann das Angebot bekommen, S&OP-Manager zu sein, habe an dem Tag noch nicht gewusst, was S&OP eigentlich heißt und habe das dann entdeckt. Aber der große Vorteil war, es war optimal unterstützt, sowohl von der kommerziellen Seite als auch von Operations. Also wirklich Top-Down-Approach und ja, und wir haben dann den Prozess aufgebaut und es war eine Reise über 7 Jahre, wo nicht nur sich die Resultate wesentlich verbessert haben, also Inventory Costs und Service, aber wo man auch gesehen hat, kulturell tut sich da was. Also dass einfach die Zusammenarbeit sich Schritt für Schritt immer weiter verbessert hat. Und ich war dann auch bei Merck, also Merck Sharp & Dohme, MSD, war ich der Hub-Lead für EMEA und UCAN, also sowohl auf der Demand-Seite, Demand-Planning, Supply-Planning, Customer-Service und auch große Transformationen, also eine große SAP-Implementierung und auch große organisatorische Veränderungen nach einem Merger, weil eben Schering Blau und Merck nach dem Merger noch nicht harmonisiert waren, so, also wir haben dann mehr oder weniger Organisationen, also Supply Planning in die Schweiz transferiert, Customer Service fürs ganze Portfolio nach Holland. Und das war auch eine Zeit, wo ich sowohl in Supply Chain, sowohl in der Planung, also IBP ein ganz wichtiger Prozess war. Auf der anderen Seite war auch Transformation sehr wichtig, also Cross-Functional Transformation, also einfach auch hier war es wichtig, dass alle Abteilungen wirklich zusammenspielen. Aber ich habe da auch bemerkt dann, vor allem wenn man selbst für so Transformationen vorantreibt,
dass es manchmal dann schwierig sein kann, wenn man unter Stress ist, auch dann die richtigen Verhalten einfach zu fördern. Und ich bin dann auch selber drauf gekommen, dass es manchmal mir selber schwer gefallen ist, mich so zu verhalten, wie ich das eigentlich für gut befinden würde. Und habe mich damals dann auch schon gefragt, ja, wie kann es sein, dass ich prozess- und systemtechnisch, dass es eigentlich immer Lösungen gibt und es gibt jede Menge Methodiken und Programme wie Lean, Six Sigma und so weiter, wo man eigentlich immer sich helfen kann oder Referenzmodelle für Supply Chain und so weiter. Aber wenn es rein um menschliche Verhalten geht, dann habe ich eigentlich nichts gefunden zu der Zeit, das mir wirklich geholfen hätte. Und das ist, wie ich dann für mich persönlich auch so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen habe, wo ich dann auch für meine eigene persönliche Entwicklung, um einfach in so einem Umfeld auch besser zu funktionieren, in Bereiche wie Achtsamkeit reingegangen bin oder Konfliktlösung, also Nonviolent Communication von Marshall Rosenberg, also sehr viele Bereiche in der persönlichen Entwicklung. Und ja, da habe ich schon gemerkt, ja, also es funktioniert auf einmal besser und die Sachen wirklich in der täglichen Anwendungen haben auch dann bewirkt, dass ich eine, ja, produktiver war, besser zusammengearbeitet habe. Ja, und ich habe dann auch später noch für 4 Jahre bei Smith & Nephew gearbeitet, wo ich dann wirklich schon auf der anderen Seite der Supply Chain war und für Commercial Operations zuständig, also wirklich versucht, mit den Commercial Teams zusammen Lösungen zu finden auf der Kundenseite der Supply Chain, die halt ja Mehrwert gebracht haben. Und habe dann vor 4 Jahren die Entscheidung getroffen, mit dieser Idee, die da bei mir gewachsen ist, jetzt wirklich mein eigenes Business zu starten, und habe so ein Change Enablement Framework aufgebaut und eine Firma, die Heliblick heißt, wo ich jetzt wirklich versuche, das Ganze zu kombinieren, also Prozesse, Systeme, aber auch Kultur, Verhalten, also dass man das gesamte Package, sowohl wenn man den Prozess am Laufen hat, in integrierter Businessplanung, was für mich der Key Enterprise Planning Prozess ist, oder auch wenn man große Transformationen machen muss, also wenn man zum Beispiel Reorganisationen machen muss oder digitale Transformationen, also dass man auch hier einen Ansatz hat, wo man sicherstellt, dass die Teams gut zusammenarbeiten, jeder engagiert ist, dass man die richtigen Verhalten hat, weil sehr oft habe ich das erlebt in meiner Karriere in allen Firmen, aber oft habe ich nicht gewusst, was ist der Unterschied, warum läuft es jetzt so gut, jeder hat ein Strahlen in den Augen und es funktioniert, man liefert gute Resultate und manchmal hakt es und ja, man ist ein bisschen verloren und das ist jetzt, glaube ich, so mein Fokus, da wirklich zu schauen, wie kann man dieses Team-Engagement bekommen, aber es ist alles sehr basierend auf Supply-Chain-Prozessen wie integrierter Business-Planung oder auch Veränderungen in Supply-Chain oder Value-Chain. Ja, sehr gut. Ich glaube, du hast jetzt eine Steilvorlage für ganz viele Fragen gelegt. Lass uns mal ein bisschen simpel anfangen und uns dann so ein bisschen steigern über die nächsten Fragerunden. Vielleicht nochmal, du hast angefangen mit S&OP für Sales and Operations Planning. Selber bist du dann im Laufe deiner Karriere mehr auf den Begriff IBB für Integrated Business Planning gekommen und du machst das selber mit deinem Heliblick und so weiter viel unter dem Schlagwort IBP. Da gehen wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf ein. Kannst du mal kurz erklären, was für dich der Unterschied zwischen S&OP und IBP ist und wo du auch so ein bisschen auch die Unternehmen vielleicht, wo du gearbeitet hast, aber auch jetzt, wenn du beratend tätig bist, ne, für viele, viele Unternehmen, wo du so die meisten aus rein deiner, ne, persönlichen Perspektive auf der Reise siehst zwischen S&OP und IBP. Ist es einfach nur modernerer Begriff oder ist da wirklich mehr dahinter? Ich habe da auch eine Meinung, ich würde aber gerne deine dazu hören. Ja, also ich denke mal, es ist so eine historische Entwicklung, die sich ergeben hat. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, eine Organisation, und die Organisation wird größer, dann möchte ich mich ja fokussieren. Und wahrscheinlich habe ich dann ein Team, das die sicherstellt,
dass man gute Kundenbeziehungen hat und dass ich so mehr auf Kundenseite und Marke, also das Commercial Team. Dann hat man ein Team, das sicherstellt, dass man ein gutes Produkt hat und das liefern kann in einer guten Qualität, das Operations Team. Dann hat man wahrscheinlich jemanden, der schaut, dass die finanzielle Gesundheit gegeben ist, das Finance Team. Und als viertes auch, ja, dass man die richtigen Leute hat, dass die gefördert werden, dass sie sich wohlfühlen, was für mich denn HR ist, also Human Resources. Und ich denke mal, wie Sales and Operations Planning gestartet hat, vor 30, 40 Jahren, ich weiß es nicht, ja, da war wahrscheinlich das Hauptproblem noch, dass wirklich das kommerzielle Team und das Operations Team sehr disconnected waren. Also dass sehr oft Produktion hat produziert, was sie immer produziert haben. Sales hat ihre Sache gemacht. Die beiden haben zu wenig miteinander geredet. Und ich glaube, das war die Grundidee, dass man sagt, die zwei Silos verbindet man und das ist jetzt Sales and Operations Planning. Aber es war eben Finanz und HR waren eigentlich da noch nicht so richtig integriert. Was ich aber bei meiner Zeit bei Johnson & Johnson gesehen habe, ich glaube, wir haben nie Sales and Operations Planning gemacht. Wir haben sofort auch Finanz integriert. Wir haben sofort auch über Umsätze gesprochen und so weiter. Also obwohl ich damals Sales and Operations Planning Manager geheißen habe, ich glaube, wir haben schon so etwas in die Richtung von integrierter Businessplanung gemacht. Und ich denke mal, es ist auch bei integrierter Businessplanung für mich heißt, ich will wirklich alle Funktionen drinnen haben. Ich will, dass jede Funktion, die einen funktionellen strategischen Plan hat, dass der für die Organisation in die gleiche Richtung geht und dass das untereinander abgestimmt ist. Also es ist natürlich Finanz. Der Finanzplan ist einmal der erste, der einem einfällt, zusätzlich zu Sales and Operations Planning. Aber dann ist es auch das ganze Produktentwicklung und so weiter. Also R&D, also wo auch jeder, der mit S&OP und IPP gearbeitet hat, das weiß, das ist das Segment, wo oft die größte Unsicherheit ist. Also neue Produktlaunches und End-of-Life-Cycle-Management und so weiter. Also von dem her habe ich dann gestartet, mehr von integrierter Businessplanung zu reden als von S&OP. Und eigentlich rate ich meinen Kunden immer sofort, von IBB zu reden, damit einfach jede Funktion sich auch wirklich angesprochen fühlt. Und eben mit, was ich dann als Term auch geprägt habe, ist Integrated Business Sensing. Mhm. Und da geht's für mich dann um den menschlichen Aspekt, dieses Fühlen, Sensen. Also Sensing gibt sicher auch systemtechnisch, also Demand Sensing und so weiter, was schon etabliert ist. Aber auch als Mensch, als Teil von diesem System, dass man auch dieses Human Sensor Network, also man hat eigentlich in jeder Organisation ein Netzwerk von Menschen, die auch Sachen fühlen und Sachen aufnehmen und verarbeiten können. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig kurzfristig für alles, was derzeit passiert, dass man manchmal auch sein Bauchgefühl verwendet, um die Organisation voranzubringen. Also deswegen rede ich eigentlich nicht mehr von Sales and Operations Planning und Sales and Operations Execution, sondern von Integrated Business Planning und Integrated Business Sensing. Ja, find ich einen tollen Ansatz. Ich glaube, ich hatte die letzten Tage, kommt mir jetzt ganz aktuell in den Kopf, auch mit einer Arbeitskollegin über das Thema Sales and Operations Planning oder Integrated Business Planning, dass es oftmals diese Management-Meetings, zum Beispiel den monatlichen Routineprozessen, Abstimmungsmeetings etc., dass die einen sehr negativen Touch haben, weil eigentlich redet man ja immer über Abweichungen vom Plan, ja, wann oder wie auch immer der erstellt wurde. Und es hat so einen negativen Touch, wenn man das nicht gut kommuniziert. Im Sinne von Operations, du hast eine Abweichung hier und da und oftmals halt doch negativ, keine Ahnung, hab die Mengen nicht gebracht, nicht in der Qualität, die gefordert war. Sales, eben die Verkaufsvolumen kamen nicht in dem Umfang oder deutlich zu viel, deutlich zu früh für neue Produkte oder was auch immer. Oder wie in der Planung, ihr habt nicht geschafft, die Bestände so aufzubauen für dieses Projekt als Überbrückungsbestand oder was auch immer. Und also es hat immer so einen super negativen Touch. Und was ich da auch gemerkt habe, auch als Supply Chain Planungsführungskraft, weil ich selber auch noch sehr so ein Schwarz-Weiß-Typ bin in der Kommunikation und
Und nicht, weil ich mag total gerne mit Leuten zusammenarbeiten, aber ich mag das überpolitischer nicht, wenn man immer um heißen Brei redet, anstatt mal direkt zu kommunizieren, was einem auf der Seele liegt und auf der Zunge liegt. Dann eckt man da manchmal sehr schnell an und dann hat man eher ein hitziges Meeting, als dass man zusammen die Probleme löst. Und daher habe ich da sehr, sehr viel Sympathie für jetzt deinen Ansatz, ne, auch ein bisschen auf die persönliche Seite, dieses Human Sensing und so weiter zu gehen, weil ich das selber auch merke, jetzt, wenn ich über mich selber rede, da habe ich auch persönlich viel Verbesserungspotenzial. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja, dass man da als Team funktioniert und nicht einfach nur die Supply Chain irgendwie die anderen Funktionen entertaint einmal im Monat in diesen großen IBP-Runden etc., die man hat. Ja, ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Dieses, man plant und dann schaut man, dass der Plan eingehalten wird. Ja. Und das ist eigentlich ein Ansatz, ich würde sagen, das ist, man sieht das Business so wie eine Maschine. Also ich bin ja Originalingenieur, ja. Es ist so ein bisschen der Ingenieuransatz. Ich designe eine Maschine. Ich weiß genau, was ist der Input, den ich reingebe in die Maschine und was ist der Output. Und wenn der Output nicht so ganz so kommt, dann hat er ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Druck drauf. Und ich denke mal, das funktioniert aber nur in komplizierten Systemen und nicht in komplexen. Und also für mich der Unterschied zwischen komplizierten und komplexen Systemen ist, dass bei komplizierten Systemen ich eine klare Ursachen-Effekt-Wechselwirkung habe. Also eine lineare Beziehung. Ich weiß, wenn ich den Input reingebe, dann kriege ich das raus. Und komplex heißt eher so wie ein lebender Organismus, wie ein Garten oder was. Ich beim Garten, ich muss den gießen, ich muss schauen, dass Sonnenlicht da ist und so weiter, aber ich kann nicht wirklich an den Blättern ziehen, dass der Baum jetzt schneller wächst oder sonst was. Also es funktioniert nicht so, sondern die Sachen müssen wachsen. Und für mich ist Integrated Business Planning eigentlich immer eher was gewesen, so mit diesem Maschinenansatz. Ich mache einen Plan, so Plan and Predict, also ich mache einen Plan und dann schaue ich, dass der eingehalten wird. Und dieses Sensing ist eher, ich spüre, was passiert jetzt in dem Moment und dann mache ich aber eine bewusste Reaktion drauf, also dieser Sense and Respond Ansatz. Also der trotzdem kein Firefighting ist als Reaktion, sondern der, ich bin mir sehr bewusst, was ist meine Vision, wo ich will ich hin, was will ich meinem Kunden liefern und ich mache eine bewusste Reaktion aus dem, was jetzt in diesem Moment gerade sich da irgendwie entwickelt, ja. Und das ist das Sensing und das erfordert auch einen anderen Ansatz. Also es ist oft meinem Beobachtung nach in Corporate-Firmen, dass sehr viel gemacht wird mit diesem Ingenieuransatz und wir kontrollieren alles. Und es sind weniger Gärtner drinnen, die wirklich sagen, was sind die Enabler, die es braucht, dass sich das einfach selbst entwickeln kann und dass die Teams selbst Verantwortung übernehmen und ja, einfach gute Rahmenbedingungen zu setzen und daran zu arbeiten, damit sich einfach dann das alles gemäß dem Purpose der Funktion, aber auch den finanziellen Zielen und so weiter entwickeln kann. Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Ich sage eigentlich auch immer, die Themen Integrated Business Planning, das ist für mich auch so wie so ein langfristiger Ansatz. Da ist man eigentlich nie fertig. Ne? Man muss sich ständig weiterentwickeln, je nachdem, wie sich das Unternehmen auch entwickelt. Muss man den Prozess auch immer mal wieder justieren oder anders sich ausprägen lassen. Was aber oftmals passiert, auch jetzt aus der Erfahrung gesprochen, jetzt nicht nur aus der aktuellen, auch in der Vergangenheit, oftmals kommen aber dann trotzdem so Sätze auch von sehr hohen Führungskräften, ob innerhalb oder außerhalb des Supply Chain, gar keine Rolle. Wir machen doch jetzt S&OP oder IBP, wir machen es auch schon eine Weile, aber warum verdienen die Kennzahlen nicht besser dadurch? Also so typisch wie so Sachen wie Forecast Accuracy, lassen wir es mal, ob die jetzt eine gute oder schlechte Kennzahl ist, mal so stehen für heute, aber da kommt dann immer, ja, wir machen das doch alles, warum wird die Zahl nicht besser? Oder höher in dem Fall. Und wobei ich dann auch sage, das gehört ja für mich zu dem, ich benutze jetzt einfach mal deinen Begriff, zu diesem Sensing auch und diesem lebenden Organismus, dass man nicht immer überall sich steigern muss und auch verstehen muss, in welchen Bandbreiten bewege ich mich routinemäßig und wie gehe ich dann mit diesen Abweichungen zum Beispiel um innerhalb des Unternehmens. Und da fehlt mir manchmal auch noch das Verständnis und das ist auch, finde ich, für mich auch als Führungskraft unheimlich schwierig,
andere Führungskräfte außerhalb des Supply Chain zu überzeugen, dass es vielleicht auch ein richtiger Ansatz ist, aber man muss nicht überall weniger kosten, höhere Service-Level, höhere Forecast-Genauigkeit. Klar, es wäre schön, wenn es so ist und manchmal schafft man es auch, aber dass man auch wirklich sagt, lass uns auch mal akzeptieren, wo wir stehen und damit lernen, umzugehen, anstatt immer nur die Schippe drauf, weil dann macht man vielleicht auch viel kaputt. Nimmst du das auch wahr, dass da teilweise auch zu kurzfristig irgendwelche Ergebnisse über diese IBP-Prozesse erzielt werden wollen, die vielleicht gar nicht realistisch oder nicht immer realistisch sind? Ja, ich glaube, du hast jetzt ein Wort gesagt, dass das ganz wichtig ist. Man muss akzeptieren. Und ich glaube eben, wenn man als Ingenieur arbeitet, dann wahrscheinlich akzeptiert man nicht, dass man gewisse Zusammenhänge jetzt nicht zu 100% verstehen kann. Aber bei einem lebenden Organismus muss es akzeptieren. Also Akzeptanz, dass Sachen sich entwickeln, dass man lernt und so weiter, ist glaube ich, sehr wichtig und das kommt oft zu kurz. Eben auch die ganzen Incentive, also wie Menschen belohnt werden mit Verkaufszahlen, die höchstens ein Jahr in die Zukunft schauen und so weiter. Also das Ganze nimmt alles an, dass man eben so klare Ursache, Effekt, Wechselwirkungen überall hat. Aber manchmal ist es halt so, dass man gute Performance nicht so einfach messen kann. Und jemand, der indirekt sehr viel beeinflusst und so weiter, da muss ich dann mein menschliches Judgment irgendwie das bewerten können und das Gefühl haben, um rauszufinden, was bringt jetzt der Organisation wirklich Mehrwert? Und was ist eher Arbeiten an den Symptomen oder einfach kurzfristige Aktivitäten, die vielleicht Zahlen verbessern, aber nicht wirklich nachhaltig sind. Und ich glaube, in dem Bereich muss sehr viel geschehen. Also ich habe auch bei diesem Framework, das ich aufgebaut habe, ich habe versucht, das Ganze auch sehr einfach darzustellen. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre, wie ich das entwickelt habe, auch herauskristallisiert. Also ich arbeite immer mit einem Bild von einem Helikopter und drei Schiffen. Also und der Helikopter, also das ist der Name Heliblick, aber das im Prinzip heißt es, ich muss bei meiner Organisation einen Überblick haben und es ist sehr viel über Bewusstheit. Bewusstheit, um was geht es mir eigentlich in meiner Organisation? Was ist der Zweck meiner Organisation? Also sehr viel Systemdenken geht da auch rein und dass ich verstehe, okay, es ist ein komplexes Konstrukt. Es sind auch komplizierte Teile dabei, aber auch sehr viele komplexe. Und es geht auch darum, Bewusstheit, einen Überblick, was spiele ich als Einzelner dafür eine Rolle? Und dass ich auch eine gewisse Selbstbewusstheit habe, wie agiere ich, wie verhalte ich mich und so weiter. Also der Helikopter repräsentiert das und dann die drei Schiffe. Das sind eigentlich die drei Werte, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt so Teams gesehen habe, die wirklich erfolgreich waren, die Spaß gehabt haben, die super abgeliefert haben, dann haben die normalerweise drei Dinge gehabt. Das erste ist Entrepreneurship, also Unternehmertum. Also die haben wirklich Verantwortung übernommen. Die haben nicht gesagt, okay, steht nicht in meiner Job Description, also mache ich das nicht oder die andere Abteilung ist schuld, sondern die haben versucht, das zu liefern, was der Kunde und das Business zu der Zeit braucht. Das ist Entrepreneurship, das erste Schiff. Das zweite Schiff, das heißt Partnership. Also hier habe ich auch gesehen, es gibt sehr viele verschiedene Arten, wie man Konflikte löst. Und Konflikte sind eigentlich ganz was Wichtiges, wenn man einen Prozess zum Laufen hat, weil es geht immer um Konflikte. Es geht immer darum, die Abteilung hat das Bedürfnis, die Abteilung hat das Bedürfnis und eigentlich die Kunst beim IBB ist es, Konflikte zu lösen und dann das Ganze unter einen Hut zu bringen. Und eben, wenn das partnerschaftlich passiert, dann glaube ich, schaut man einfach, ja, was sind jetzt die Bedürfnisse und wie können wir gemeinsam eine Strategie erarbeiten, wie wir das schaffen können. Wenn es nicht partnerschaftlich passiert, dann entweder vermeide ich die Konflikte und gehe es einfach nicht an, weil es mir wegen der Beziehung zu risikoreich ist. Und das sieht man sehr oft, dass Konflikte vermeidet werden im IBB und Sachen gar nicht angesprochen werden oder so. Und dann, wenn es dann kippt und wenn irgendwie das
Ganze ja explodiert oder sonst, dann kann es sein, dass es ins Gegenteil schlägt, dass man die Konflikte sehr aggressiv löst und dass man dann auf einmal emotional wird und so weiter. Also, und eben mit Partnerschaft ist gemeint, ich nehme diese Spannungen sofort auf, aber ich finde dann konstruktive Wege, das auf eine Faktenebene zu bringen, mich zu fragen, was ist da jetzt dann Organisationstreibern dahinter und wie kann ich das lösen, dass diese Spannung dann aufgelöst wird und die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen erfüllt werden. Und das dritte Schiff ist Mentorship. Also da geht es um Lernen. Also lernen kann man aus Furcht und weil man gerade im Firefighting drinnen ist, und ist aber normalerweise nicht das beste Lernen. Das beste Lernen ist, wenn man wirklich inspiriert ist und wenn man eine Vision hat, wenn man die gemeinsam hat, wenn man drüber redet, das teilt und wenn man auch sich gemeinsam hilft, immer einen nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und das ist für mich eine Lernkultur. Und eben das symbolisiert das dritte Schiff, dieses Mentorship. Ja. Sehr gut, das ist ein tolles Konzept. Ich hatte eigentlich als nächste Frage, was sind so die üblichen Herausforderungen, die du im IBP-Prozess in Unternehmen gesehen hast? Du hast aber jetzt vieles schon angerissen. Vielleicht stelle ich die Frage mal ein bisschen um. Je größer die Unternehmen und deine Unternehmen, die du vorhin zum Intro aufgezählt hast, die sind ja auch sehr, sehr große multinationale Konzerne gewesen oder sind es heute noch natürlich. Was mir auffällt eben in den großen Unternehmen, ist so ein IBP-Prozess sehr komplex, weil man gefühlt, ich mache es jetzt wieder zu einfach wahrscheinlich, wie ich es formuliere, aber viele parallele IBP-Prozesse hat. Also Beispiel, man hat vielleicht gewisse zentral, also manche Konzerne sind sehr zentral organisiert, das heißt gewisse Funktionen, Operations, Supply Planning oder so, sind vielleicht zentral organisiert. Dann hat man dort mehr so globale auf Divisions-, Produktkategorie-Ebene oder so, Business-Unit-Ebene, einen globalen S&OP oder IBP-Prozess. Dann gibt es vielleicht Länderorganisationen, Vertriebsgesellschaften, wie auch immer manche Firmen das nennen, wo man dann lokale IBP-Prozesse hat. Und man muss die ja irgendwie alle unter einen Hut bekommen. Oder dann sogar nochmal, wenn ich irgendwie eine Firma habe mit 4, 5, 6 Business Units, eben gerade die großen Firmen haben das oder teilweise noch mehr, muss man das ja auch doch nochmal über alle Business Units zusammenbekommen, zum Vorstand dann auch mal irgendwie so einen aggregierten View zu geben. Wie gehst denn du mit dieser Komplexität um? Gerade wenn du in deine Vergangenheit schaust oder vielleicht auch heute sehr große Unternehmen hast, die du beraten darfst. Ist das ein Thema? Wie unterscheidest du das? Oder guckst du immer nur dann auf den übergeordneten Prozess oder pickst du dir bewusst einen kleinen Teilprozess raus aus dieser Kette oder diesem Kreislauf? Es kommt immer ganz drauf an. Also es kann sein, dass es was ist, was wächst, was bottom-up wächst. Oder eben bei dem Beispiel, das ich gegeben habe, mein erster Job als S&OP-Manager, da war wirklich top-down volle Unterstützung da, was natürlich ein Glücksfall ist. Und da wurde das dann top-down ausgerollt. Aber ich denke, IBP in meiner Sicht ist der Unternehmensführungsprozess für jede Abteilung in einem Unternehmen, um die nächsten, sagen wir, 2 Jahre zu managen. Je nachdem, was die Industrie ist, kann das unterschiedlich sein, aber man hat an und für sich eine längerfristige Strategie. Man hat die Realität von heute, aber mehr oder weniger IBP ist dann so von 3 bis 24 Monaten, sollten alle Risiken und Opportunitäten, die man zukommen sieht, auf das Unternehmen innerhalb dieses Teams einmal sichtbar machen und sich dann fragen, was können wir proaktiv tun, um Opportunitäten zu maximieren und Risiken zu minimieren. Ich denke mal, das ist ganz einfach, wo ich den IBP sehe, und IPSing ist dann sehr kurzfristig, wo ich sage, okay, ich habe in meinen Standardprozessen und so weiter Probleme, ich bekomme Alerts, vielleicht ein Kunde geht out of stock oder ich habe ein großes Kostenrisiko oder sonst irgendwas, und da muss ich sofort reagieren, aber will ich eben nicht im Firefighting reagieren, sondern ich will eine ganz bewusste Antwort geben, die halt mit allen anderen Aktivitäten im Einklang ist. Mhm. Und wenn jetzt IBP Unternehmensführungsprozess von jedem Team ist, da muss man sich einmal fragen, ja, was ist überhaupt der Purpose von diesem Team? Also was ist der Purpose von Sales? Was ist der Purpose von
Operations, aber wenn ich jetzt einen Commercial Teil habe von einem IBB-Prozess, dann hat dieses Team gewisse Dinge, die es verrichten sollte, gemäß ihrem Purpose, also sollte mit dem Kunden zusammen einen Forecast erarbeiten, sollte eine Marketingstrategie dann in den Forecast inkludieren, sollte auch die Lifecycle Management, die neuen Launches, die End of Lifecycle und so weiter managen. Und also da sind mit dem Purpose von diesem Team sind dann auch gewisse Standardaktivitäten verbunden. Und ich glaube, dass man sich da mal klar sein sollte, was sind diese Aktivitäten? Was möchte ich da erreichen? Wie messe ich das? Und wenn ich dann sehe, okay, jetzt sind Risiken und Opportunitäten und es gibt da jetzt kritische Bereiche, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann, dann sollte dieses Team den IBB-Prozess nutzen, um das erstens sichtbar zu machen, zu priorisieren und dann die Entscheidungen zu treffen. Also IBB ist dann wirklich über Entscheidungen und Aktionen. Sonst brauche ich kein IBB. Wenn ich da nicht hinkomme und wenn es nur ich möchte eigentlich die essentiellen Risiken und Opportunitäten identifizieren und die richtigen Entscheidungen dafür treffen. Und manchmal auch wissen, wo ich noch keine Entscheidung treffen kann, aber dann auch, was ja dann auch eine Entscheidung ist, wann ich dann der nächste Entscheidungspunkt ist und so weiter. Aber im Prinzip müsste das eigentlich jedes Team machen und ich kann auch, wenn ich jetzt vielleicht in einem Unternehmen bin, wo IBB noch nicht so eine Kultur ist, wo es nicht unterstützt ist, wo es auch vom C-Level-Board nicht unterstützt ist. Ich glaube, man kann trotzdem auch schon in einzelnen Bereichen damit anfangen. Es braucht aber Leader, die wirklich dahinter stehen und die eben diesen Raum auch frei halten, dass sich die Dinge entwickeln können und dann, dass man strukturierter reingeht. Aber ideal ist es natürlich, wenn es top-down gemacht wird. Ja. Ja, was mir so einfällt, ich meine, ich glaube, die meisten, auch wirklich sehr Senioren für uns, C-Level hast du gerade gesagt, die verstehen alle, was so SNOP oder IBP-Prozesse sind und versuchen, diese auch zu unterstützen. Nur dann, wenn es ans Eingemachte geht, du hast am Anfang gesagt, für dich war schon immer eigentlich bei Johnson & Johnson, habt ihr immer über auch Turnover und Umsatz und Margen oder was auch immer gesprochen, also finanzielle auch so diese Value-Planung, wie man auf Englisch sagt, und nicht nur die Mengen- oder Volumenplanung. Trotzdem, selbst wenn man das tut, habe ich oftmals gesehen, gerade so diese FP&A, diese Financial Planning Analysis Prozesse, diese Finanzbudgetprozesse, Jahresplanungsprozesse laufen dennoch manchmal gerne auseinander. Und was mir dann auffällt, dass man oftmals dann sich rechtfertigen muss, wenn man so der Process Owner ist für diesen IBP-Prozess, warum weicht denn unsere IBP-Planung zum Beispiel von der Finanzplanung, wo die ganzen Ziele zum Beispiel auch schon drin verarbeitet sind, ne, ab. Und das ist für mich immer ein Thema, wo man sehr viel intellektuell drüber reden kann, aber in der Praxis sehe ich da immer große Konflikte, dass man eben diese Parallelprozesse hat, die im dümmsten Fall wirklich auseinandergehen und man dann sogar von oben noch einen Druck kriegt, sagt, nee, ihr müsst es ja zusammenführen, aber ohne eben die richtigen Diskussionen zu führen, diese Chancen, Risiken, wie du gesagt hast, und so weiter zu mappen. Wie nimmst du das denn wahr? War das für dich schon immer natürlich, dass dann IBP auch den Finanzplanungsprozess, sage ich mal, anfüttert und dann darf man natürlich Abweichungen zulassen, solange man die versteht? Oder wie guckst du da heute drauf? Wie gehst du mit nimm ein einfaches Beispiel bei Neuprodukten zum Beispiel mit um. Würdest du so einen Business Case, den Zielwert direkt in die Planung aufnehmen und wenn es dann halt nicht kommt, korrigierst du? Oder würdest du eher den konservativen Teil gehen und sagen, ich kann ja meine Supply-Seite auf die Business Case-Zielwerte schon mal aufsetzen, dass ich dann auch lieferfähig bin, wenn die Volumen kommen, aber ich gehe sehr konservativ ran. Was ist so dein Ansatz? Wie gehst du mit diesen Konflikten um, die du bei Unternehmen antriffst? Also ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn das nicht funktioniert, ist oft, dass kein Verständnis ist, warum machen wir das eigentlich? Also oft bei IBP-Prozessen haben Leute ein gutes Verständnis, was IBB ist und welche Prozesse, welche Systeme ich brauche. Und wenn ich sie frage, warum macht ihr das, dann sagen sie, ja, finanzieller Businessplan. Wir wollen unsere Revenues erhöhen, wir wollen unsere Inventarbestände niedriger haben und dann haben wir noch irgendwelche sekundären KPIs wie Forecast-Genauigkeit und so weiter. Aber das ist nicht wirklich der Grund,
wo Leute sich dann emotional wirklich mit engagieren, dass sie einen IBB machen. Und emotional kann man Leute nur engagieren, indem man mit ihnen redet und ihnen zuhört. Und das ist, was ich dann normalerweise mache, ist ja, wenn die Finanz nicht engagiert ist, ich mache am Anfang immer Interviews zuerst, sowohl mit dem C-Level-Board als auch mit den Leuten, die eben den IBB voranbringen wollen, also die Change Agents nenne ich es, ja. Und dann frage ich einmal, ja, was ist deine Vision für einen IBB-Prozess aus deiner Funktion? Und wenn es jetzt zum Beispiel jemand aus Finanz ist, ja, was möchtest du eigentlich für die Finanz draus erreichen? Was sind derzeit deine Schmerzpunkte aus Finanzsicht? Und aus diesem Gespräch ergibt sich sehr oft, ja, dass eigentlich IBB total cool wäre, wenn ich ein IBB habe, wo Demand Planning, Supply Planning, wo alle volumenmäßig schon einmal erst gesunde Substanz schaffen, dass man sagt, okay, um die Forecasts, die sind jetzt im System, um die müsst ihr euch nicht kümmern. Zusätzlich haben wir noch die Risiken und Opportunitäten, wo wir wirklich Entscheidungen brauchen. Ist ja eigentlich auch für die Finanz schön, wenn sie die Daten über einen Prozess am Tablett kriegt, schon weiß, okay, die Sachen kann ich halt klar annehmen, da haben die Experten drüber geredet und bei den Sachen, Risiken und Opportunitäten, die kann ich jetzt auch für meine finanzielle Planung verwenden. Also nach diesen Gesprächen komme ich immer drauf, dass wir eigentlich eh alle die gleiche Vision haben, egal ob das Supply Chain, Finanz, Commercial und so weiter ist. Und dann geht es eben darum, wie kommen wir Schritt für Schritt drauf hin. Und das ist manchmal harte Arbeit, weil oft die Systeme disconnected sind. Also Finanz verwendet ganz andere Systeme. Die Prozesse sind teilweise eben parallele Prozesse und man arbeitet mit zwei Datensätzen für das Budget nächstes Jahr und so weiter. Also, aber ich denke mal, wenn es bei jedem Klick macht und der versteht, warum will ich das eigentlich und auch emotional voll dahinter steht, dann ist es nur mehr ein kurzer Weg. Also dann geht das alles viel einfacher. Hast du auch ein paar, es können auch sehr, sehr kleine, einfache Beispiele sein, noch ein paar so Best Practices, was du gesehen hast, so dann eben nach diesen Interviewphasen und so weiter, die den Unternehmen, deinen Kunden oder auch in deinen anderen Verantwortungen, als du noch für größere Unternehmen selber tätig warst, die geholfen haben. So kleine Quick-Wins will ich es gar nicht nennen, aber wirklich so Praxisbeispiele, wo du sagst, das waren solche Game-Changer, die haben so ein bisschen Tür und Tor geöffnet, die vorher irgendwie verschlossen schienen. Auch wenn die Vision irgendwo abgestimmt war, dass man irgendwo in eine ähnliche Richtung will, aber dann die Umsetzung ist ja eben der schwierige Teil. Hast du da Beispiele zwischen verschiedenen Funktionen, die du teilen magst oder an die du dich gerne erinnerst? Ja, ich denke mal, ganz wichtig ist es, dass die Funktionen miteinander zusammenarbeiten und dass man auch strukturierte Prozesse hat, wo das passiert. Also ich meine, das SNOE-Meeting oder IPSING oder SNOB oder IBB, das ist ja schon ein super Forum, weil man endlich die Funktionen zusammen hat und wenn jeder seinen Input bringt, auch man die Probleme dann wirklich end-to-end versteht und das Verständnis in allen Abteilungen viel größer wird und auch die Beziehungen einfach besser werden. Also, und was ich da eben gesehen habe, so, ja, wenn man Probleme hat ich würde zuerst einmal generell kurzfristig anfangen mit SNOE oder IPSING, also sobald ich noch die Diskussionen habe, dass ich zu viel Feuer löschen und wo ist mein Lastwagen für morgen im IBB-Meeting, ja, dann denke ich mir, dann muss man sich überlegen, sollten wir nicht zuerst einmal das kurzfristige Feuerlöschen in den Griff bekommen? Und was da für mich immer gut funktioniert hat, ist, wenn man dann wirklich einmal eine holistische Sicht bekommt, ja, wo stehen wir eigentlich? Also was ist jetzt wirklich unser Service-Level? Also dass man KPIs hat, egal ob es Line-Item-Fill-Rate, es soll relevant sein, aber was die Kundenperspektive relativ gut widerspiegelt, dass man da einmal Reports hat, dass man weiß, wie performt man, wo sind die größten Löcher, die man hat, die man angehen soll und dass man dann auch einen Prozess hat, wo man ganz bewusst dann auch sagt, okay, wir haben limitierte Ressourcen, immer, ja, und wo wollen wir unsere Ressourcen jetzt wirklich
draufsetzen, dass man da auch manchmal eine Linie zieht und dass man eben dann nimmt, wenn man zum Beispiel dann mit so wöchentlichen SNOE-Meetings anfängt und sagt, okay, die Bereiche sind rot, aber dass man sagt, okay, es sind 30 große Probleme zurzeit, die wir identifiziert haben, aber wir können nur in 5 arbeiten, dass man dann sagt, wir ziehen die Linie, 25 werden am Tagesgeschäft gearbeitet, geht nicht besser, werden wir nicht die optimalen Resultate, aber in den ersten 5 arbeiten wir wirklich, dass wir auf die Ursachen gehen, dass wir nachhaltige Verbesserungen kriegen. Und wenn man das dann jede Woche macht und immer 1, 2 wegschafft von diesen 30, dann wird man schon in ein paar Monaten wesentliche Resultatverbesserungen sehen. Und das ist, was für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, vor allem für Firmen, die noch ein bisschen am Anfang stehen, dass sie zuerst auf dieses SNOE gehen, diesen Austausch haben, dann auch sehr strukturierte Prozesse haben, wo priorisiert wird und wo man dann auch jedem, der das Challenge zeigen kann, okay, das ist die bewusste Wahl, die wir getroffen haben und das ist, warum wir hier etwas machen und hier nichts machen. Mhm. Und da, das Ganze hat natürlich auch zur Folge, dass die Mitarbeiter motivierter sind, weil sie sehen, es wird auch manchmal Nein gesagt und man, also man muss nicht überall sofort reagieren, nur weil wer schreit und dieses Management by Dezibel, also wer am lautesten schreit, der bekommt was, das wird dann eben dadurch auch ein bisschen eingeschränkt, ja. Mhm. Wir haben jetzt viel über den Faktor Mensch gesprochen, aber du hast am Anfang ja auch so ein bisschen, ich stelle das selber immer bei mir intern auch auf, also als Dreieck da, so People, Process, Tools, ne, oder Systeme, wie auch immer man sagen will. Ich würde trotzdem mal ganz kurz von dem People-Thema nur mal jetzt kurz wegzoomen und mal Richtung Tools zum Beispiel gehen, Technologie, was ja jetzt immer mehr, ne, mit künstlicher Intelligenz und so weiter in aller Munde ist. Wie stark siehst du, dass Unternehmen, die auch technologischen großen Reifegrad haben, also die ein gescheites Planungssystem zum Beispiel, ne, für Demand, Supply Planning, Inventory Planning und so weiter haben, haben die es deutlich einfacher oder sagst du, das wird überschätzt, überbewertet zum Teil, die Tools? Man kann es auch in einem kleineren Unternehmen auch mit einem simplen Excel-Sheet, Hauptsache man hat die richtigen Diskussionen mit den richtigen Leuten, trifft Entscheidungen, wie du es vorhin schon ein paar Mal erwähnt hast. Also wie stark gewichtest du die Rolle auch von Tools und Technologie? Ja, ich glaube, dass Tools sind wichtig. Und es ist wichtig, dass man eine solide Basis hat, integriert end-to-end, wo man die Daten in Ordnung hat und wo man sich darauf verlassen kann, was an Informationen vorhanden ist, ist für alle schnell sichtbar. Mhm. Ich denke, also es ist generell, glaube ich, wichtig, ich habe vorher von diesen komplexen und komplizierten Systemen gesprochen, aber es ist schon auch ein Teil wie eine Maschine. Und ich möchte meine Standardprozesse, die möchte ich klar definiert haben. Ich möchte meine Races, Roles and Responsibilities, wer ist verantwortlich und so weiter. Das möchte ich Standardprozesse haben und die ich gut messen kann und wo ich auch weiß, wo habe ich Abweichungen. Da sind Tools natürlich extrem wichtig, dass ich das habe. Wenn ich das habe, dann geht da wahrscheinlich 90% meiner Arbeit durch mit minimalem Aufwand. Und ich kann mich um die Sachen kümmern, die wirklich wichtig sind, was eben Ausnahmeprozesse sind wie IPSING oder IBB. Oder auch kontinuierliche Verbesserungen, wenn ich lerne, okay, gewisse neue Ausnahmen kann ich noch gar nicht managen, weil das passiert eben, die Welt ändert sich und die Ausnahmen werden immer neuer, alles wird immer schneller. Dann kann ich mir auch Gedanken machen, wie kann ich dieses System dann weiter verbessern? Und das sind eigentlich die wichtigen Dinge. Also von dem her sind Tools wichtig. Ich denke aber, was sehr oft das Problem ist, Tools sind in der Reihenfolge nicht die Nummer 1. Also ich sehe immer Probleme, wenn jemand versucht, ein System. Es ist natürlich leicht, in ein Projekt zu investieren, wo man eine digitale Transformation macht und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt was ein und verändere das alles auf einen. Aber wenn ich mir nicht klar bin über die Prozesse, wenn ich die Kompetenzen vielleicht noch nicht aufgebaut habe und so weiter, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, und deswegen ist es auch bei Tools, glaube ich, dass man sich immer überlegen muss, okay, es gibt wahrscheinlich einzelne Pakete von Systemen, die man mit relativ wenig Risiko implementieren kann und wo man wirklich strukturelle Verbesserungen machen kann und eine sofortige Verbesserung sieht. Aber ich
glaube auch, bei manche Sachen müssen sich auch bei den Systemen entwickeln. Und man kann das nicht in einem Projekt machen, sondern man muss das auch oft modular Schritt für Schritt machen. Und es muss sich gleichzeitig auch die Reife in den Prozessen, in der Organisation, in den Kompetenzen und so weiter mitentwickeln. Und deswegen glaube ich, dass, also was ich gesehen habe generell, und ich bin mit sehr vielen Firmen in Kontakt, dass halt bei Systemen viel leichter investiert wird und viel leichter Geld reingesteckt wird als in Arbeit mit Leuten vor allem und auch mit Prozessen, also in Entwicklungsarbeit. Und ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Auch da aus der Praxis gesprochen, was ich gut finde, ist, dass man auch, wenn man jetzt in der Supply Chain Funktion oder Supply Chain Planung jetzt wie in meinem Fall unterwegs ist, hat man es jetzt einfacher auch mal bei einem Vorstand oder Entscheidungsträger zu pitchen, um die Investition zu bekommen für die Beratungsleistung, aber auch diese IT-Tools, die man braucht. Das finde ich sehr gut schon mal, aber eben man muss den Weg weitergehen. Also was wir auch sehen mit der ganzen Transformation, mit diesen Advanced Planning Systemen, die da jetzt kommen, das ist nicht mal die halbe Miete, würde ich ehrlich sagen, weil wo wir es dann sehen, woran es dann scheitert, ist eben auch die People-Perspektive im Sinne von, habe ich die richtigen Rollen, Verantwortlichkeiten. Das Thema, gerade wenn man auch in einem großen Unternehmen hat man vielleicht ja auch kleinere Märkte, die man irgendwie in einem ganzen Konzern mit hat, wo man gewisse Rollen gar nicht so professionell besetzt hat, weil die Märkte sind manchmal so klein oder Vertriebsorganisationen, dass es immer solche Mischfunktionen gibt. Dann macht als Beispiel der Demand Planner oder Demand Planning Manager macht noch ein bisschen Controlling, macht noch ein bisschen Warehouse, ein bisschen Zoll, ein bisschen irgendwas. Aber er ist eigentlich, man ist so ein Generalist, aber nirgendwo drin wirklich richtig gut. Und bei manchen Funktionen macht es schon Sinn, wenn man auch ein bisschen mehr Tiefe mitbringt in die Rolle. Und das ist was wir auch, oder auch jetzt ganz aktuell bei mir, ohne jetzt weiter hier, weil das nicht für den Podcast relevant ist, darauf einzugehen, worauf ich auch versuche, immer Wert zu legen, dass man die Organisation mit anpasst, während man die Systeme implementiert. Und wie du sagst, man muss eigentlich vorher schon auch ohne die Tools die richtige Prozessidee haben, weil sonst implementiert man ja auch die Tools falsch, ne? Dann können sie nicht die richtigen Sachen, sie haben die falschen Entscheidungslogiken drin, etc., ja. etc. Also das kann ich aus der Praxis bestätigen. Noch jetzt wieder auf People, auf die persönliche Ebene zurückgekommen. Klar, keiner ist wichtiger als jemand anders von der Funktion her, aber trotzdem aus deiner persönlichen Perspektive, Helmut, hast du so einen Tipp, wo du sagst, diese ein, zwei Stakeholder, die sind, um so einen erfolgreichen Integrated Business Planning Prozess zu haben, sind wichtig. Die müssen wir, die Herzen, die Köpfe so, ja, und so weiter, müssen wir gewinnen, um wirklich erfolgreich zu sein, die dann wirklich so ein bisschen alle Türen öffnen, die durch Widerstände helfen zu gehen. Hast du da eine Meinung zu und ja, eine klare Sichtweise? Ja, also ich versuche also mit den ganzen Prozessen, die ich aufsetze, mit Heliblick eher wegzugehen von Einzelpersonen, aber mehr, dass die Prozesse und die Systeme arbeiten. Also dass es innerhalb der Meetings sehr klar wird, wie treffen wir Entscheidungen, wie eskalieren wir, wie arbeiten wir Informationen auf, dass sie wirklich sinnvoll also eine Basis geben für Entscheidungen und Aktionen, wie priorisieren wir und so weiter. Also mit diesen Sense-Making-Interviews, die ich angesprochen habe, die ich am Anfang immer mache und dann zwischendurch auch, da geht es natürlich schon darum, dass man herausfindet, wer sind jetzt Senior Leaders, die das wirklich aus vollem Herzen unterstützen werden, und andere, die vielleicht skeptisch sind oder vielleicht sogar aus alten Erfahrungen Widerstände haben und einfach nicht dran glauben. Und genauso ist es mit diesen Change Agents, also die Leute, die dann wirklich die Veränderungen vorantreiben. Da gibt es auch jemanden, der total begeistert ist und voll dabei, und andere, die halt auch ein bisschen skeptisch sind oder das kritisch sehen und so weiter. Und ich glaube, da sind die Gespräche wirklich wichtig bei jedem Einzelnen, und das kann ganz unterschiedlich sein. Es ist ganz egal, welche Funktion das ist, aber dass man die Leute abholt und dann eben ja auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also ich könnte jetzt nicht sagen,
Ja, ich habe schon vorher gesagt, ja, natürlich ist es einfacher, wenn ich jetzt eine Organisation habe, wo ich einen Commercial Leader habe und einen COO und die beiden sind sich voll einig, das ist das Wichtigste, das wir haben. Ja, dann sage ich super, ich freue mich auf das Projekt und das macht alles viel einfacher. Aber es ist auch wichtig, es sollte schon bottom-up auch funktionieren. Also und drum, das Hauptinvestment ist dann nicht mit dem COO und mit dem CMO, sondern es ist viel eher mit dem Team, das das vorantreibt, dass man einfach in den Funktionen das Mittelmanagement vor allem, also wirklich ermächtigt, die Sachen voranzutreiben, durchzuführen und dauernd zu verbessern. Und ich glaube, das ist, wo dann das, also ich würde sagen, von meinen Projekten her, die größte Erkenntnis war, wenn man das Mittelmanagement dazu ermächtigen kann, dass sie ein bisschen aus dem Operativen rausgehen können und auch immer eine Bandbreite haben, IBB auch ein bisschen strategisch voranzutreiben und innerhalb ihrer Funktionen auch ihre Teams zu fördern und Mentor zu sein, dann kann das wirklich eine tolle treibende Kraft sein, wo ich dann nicht die Sachen top-down vorgeben muss, sondern wo sich dann was aus dem Unternehmen in allen Abteilungen entwickeln kann und wachsen kann. Also ich würde sagen, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so reflektiere, wo ich deine Frage, wo ich jetzt so ein bisschen im Kreis gegangen bin, dann würde ich sagen, Mittelmanagement wäre eigentlich das, wo ich vor allem investiere zurzeit, ja. Das ist ein interessanter Ansatz, weil was mir eben auch auffällt, jetzt aus der Erfahrung gesprochen, oftmals diese EBP-Prozesse, gerade diese monatlichen managementlastigen Meetings. Und ist mir schon klar, dass auch vom Design her so vorgesehen, gehen ja dann teilweise bis in die Geschäftsführung und Vorstandsetagen rein. Aber diese, wie sagt man da, die Brücke, ne, zwischen von operativ zu wirklich zu dem sehr hohen Management im Unternehmen, da geht ganz schön viel verloren. Das heißt, im dümmsten Fall diskutiert man da oben auf Geschäftsführungsebene über viele Dinge so grob, dass die wieder gar nicht umgesetzt werden können operativ. Auf der anderen Seite, wenn man dann natürlich anfängt, habe ich auch schon alles gesehen, oder es ging mir selber auch manchmal so, dann richtig zu filtern, weil man vielleicht dann auch sehr viel Detailwissen hat. Wenn man dann mit dabei ist bei so großen Meetings, verliert man vielleicht wieder die Stakeholder, wenn man zu sehr im Detail sich auch verliert oder sie überfordert mit Informationen. Ich glaube, das ist auch so was man lernen muss, ne? Wie kommuniziere ich nach oben, aber auch wie verstehen die Leute, die oben sitzen dürfen, auch auf was es wirklich ankommt, um nicht Entscheidungen zu treffen, die gar keinen wirklichen Unterschied machen am Ende vom Tag oder die wirklich neue Herausforderungen eher auslösen, anstatt auch mal ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen. Also das finde ich spannend. Aber Helmut, stellen wir uns mal vor, du würdest jetzt, du wirst jetzt Interim Manager für ein großes Unternehmen, und hast du die Aufgabe, Integrated Business Planning Prozess auf die nächste Stufe, zu heben. Was wären so die drei Kriterien oder drei Dinge, die du versprechen würdest dem Vorstand, der dich jetzt einstellen würde für diese Rolle? Was sagst du, ist realistisch vielleicht nach einem Jahr, jemand von einem Jahr aus, erreicht zu haben? Was ist so das, wo du sagst, da würdest du dich komfortabel fühlen, ohne dass du jetzt, ne, das Unternehmen, die Branche oder so verstehen musst? Aber was ist das, wo du sagst, so das ist das Minimum, was auch dein Anspruch an dich wäre, was erreichbar ist in so einer Implementierung von IBP? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was der Reifegrad ist und was da auch die Kompetenzen innerhalb vom Team sind. Aber also was ich bisher gesehen habe, wenn eine Firma zum Beispiel jetzt sehr im Firefighting drinnen ist, was sehr viele Firmen sind, dann würde ich sagen, innerhalb eines halben Jahres einen wirklich funktionierenden SNOI oder IPSIN-Prozess zu haben, wo man viel bewusstere Wahlen trifft, dann wo man die Ressourcen reingibt. Und das hat automatisch Folgen bei Inventarbeständen, bei Vernichtungskosten, bei Service Level, also egal was der Pain Point ist. Aber ich habe bisher noch keinen Fall gesehen bei finanziellen Resultaten, außer die Lagzeit ist so lange, dass man es vorher nicht sieht. Aber ich glaube, innerhalb eines halben Jahres, wenn man ganz klar finanzielle Zahlen
angeht als Team, kann man das erreichen und kann man schon in einem halben Jahr. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach, weil leider die Belohnungssysteme so kurzfristig sind, dass man hier was erreichen kann. Aber ganz wichtig auch, dass man parallel dazu die Strukturen aufbaut, die nachhaltig sind. Und da ist es auch so, ja, ich glaube, es ist keine Hexerei, einen IBB-Prozess jetzt innerhalb ein paar Monate aufzubauen, aber man muss es eben auch evolutionär sehen, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass sich dann das Ganze immer mehr in die Tiefe gehen kann. Aber was man sich erwarten kann als Geschäftsführer ist, dass man Sachen, eben diese Risiken und Opportunitäten sauber aufbereitet bekommt von Bottom-up, von den Experten und dass man einfach Entscheidungen, für die man sonst mit Ping-Pong-E-Mails, mit 30, die man liest und sich trotzdem nicht auskennt danach und wo man dann die richtigen, dass man eben solche Entscheidungen dann wirklich in einem Forum viel gezielter treffen kann und was es dann anderes, also es wird sowohl einen klaren Impact auf finanzielle Resultate haben und manches davon wird man ganz klar messen können, wie zum Beispiel Vernichtungskosten oder Service Level. Und es wird einen großen kulturellen Veränderung haben, dass man eben mit diesen Meetings dann Beziehungen aufbaut, Verständnis aufbaut für alle Abteilungen, sich die Zusammenarbeit verbessert und man einfach konstruktiver wird. Also für mich ist das eben auch der wichtige Aspekt, dieses kulturelle Management, das ich eben finde, das ist optimal, wenn das mit IBB verbunden ist, weil es gibt keinen besseren Platz, es gibt keinen Prozess, der alle Abteilungen so sehr tangiert wie IBB. Also von dem her macht es auch Sinn, dass man Kulturmanagement einfach auf dem IBB-Prozess draufsetzt. Ja. Ich persönlich beschäftige mich recht oft mit so im Deutschen sagt man diese KMU, kleine mittelständische Unternehmen. Und was mir da auffällt, auch wenn ich so ein bisschen im Netzwerk oder auch wenn mich Leute mal über diesen Supply Chain College Podcast anschreiben und Fragen haben, die vor allem aus diesen Mittelständlern so ein paar hundert Millionen Umsatz zum Beispiel, was schon recht Großunternehmen sind, aber sind halt deutlich kleiner als die Johnson Johnsons, die du vorhin erwähnt hast. Ja. Was mir dort auffällt, so Themen wie Sales and Operations Planning, IBP, das ist gar nicht wirklich ein Thema dort. Ich habe aber den Eindruck, das könnte manchen Unternehmen gut tun. Also spiegelt sich das auch mit deiner Erfahrung und hast du da eine Meinung, warum vielleicht eben die kleineren Unternehmen da nicht so viel Wert drauf setzen oder sich damit nicht auseinandersetzen? Ist IBP, ich frage mich mal ein bisschen zynisch, braucht man so Prozesse wie IBP, um die ganzen komplexen Großunternehmen eben ein bisschen im Gleichschritt zu halten? Und wenn man kleiner ist, braucht es das nicht mehr, weil man die direkteren Wege hat? Das ist jetzt eine sehr negative Formulierung, aber was ist so dein Take darauf? Ja, ich denke, was du sagst, macht für mich absolut Sinn, dass ich sage, wenn ich in einem kleinen Unternehmen bin, dann funktionieren manche Dinge schon automatisch, weil ich einfach gute Beziehungen habe und die Sachen klar sind und die Erfahrung im Betrieb ist. Also ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Wenn ich in einer sehr komplizierten Matrix-Organisation ist, dann bin ich viel abhängiger von Prozessen, als wie wenn ich wie in einer Familie zusammenarbeite, in einem kleinen Team. Ich denke mal, jede Organisation hat gewisse hierarchische Elemente, hat gewisse informelle Elemente in der Organisation und auch so formelle Value-Stream-Elemente. Ich denke mal, dass jeder KMU IBP-Prozesse macht, nur sind sie nicht formalisiert und es ist nicht anerkannt, aber die Logik, ich würde als Unternehmen nicht überleben, wenn ich nicht irgendwie eine Art von Product Review, Demand Review, Supply Review und so weiter machen würde. Es ist nur nicht formalisiert. Und ich denke mir, ja, ein Grund könnte sein, es funktioniert irgendwie akzeptabel. Und ich denke trotzdem, wenn man es formalisiert, wenn man wirklich jeder genau das versteht, dann hat es wahrscheinlich auch in jedem KMU Riesenpotenzial. Weil man einfach dann die Sachen effektiver, effizienter macht und eben erstens bessere Resultate erreicht und auch wahrscheinlich dann Freiraum bekommt für andere Aktivitäten.
Also ressourcentechnisch. Wir gehen jetzt auf die Stunde zu. So eine Frage, die ich dir gerne noch stellen wollte. Siehst du über dein Netzwerk und auch deine Weiterbildung und so weiter, siehst du irgendwelche Trends, die gewisse Sachen verstärken oder verändern werden in den nächsten Jahren? Was geht dir da durch den Kopf? Mit was beschäftigst du dich selber? Ja, also für mich ist ganz sicher der Trend, der größte Trend für mich ist der menschliche Aspekt. Ja, es wird alles unsicherer, alles schneller, sowohl im Business als auch generell in der Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, sich als Mensch darauf einzustellen und diese Selbstbewusstheit zu haben und einfach auch zu wissen, was ist mein Zweck in einem Unternehmen und so weiter. Also diese menschliche Seite und vor allem auch, wenn es jetzt noch andere Trends gibt wie Digitalisierung, Artificial Intelligence und so weiter. Ich denke mir, es ist ganz wichtig, an sich selbst zu arbeiten, an verstehen, was treibt mich an, wie verhalte ich mich und so weiter. Und da wird eben aus meiner Beobachtung sehr, sehr wenig gemacht. Und das ist, wo eben mit diesem Change Enablement, wo ich einen Trend sehe, da wird mehr gemacht werden müssen. Mehr müssen, aber ich glaube, es ist in jedem seinem Interesse, da mehr zu investieren. Und die anderen Trends, ja, natürlich, es ist Digitalisierung, ist ein Trend. Also es wird alles transparenter, es wird alles automatisierter, und alles das hat natürlich auch Implikationen auf Teams, auf Menschen. Aber es gibt natürlich auch viele Opportunitäten. Also es wird vieles effektiver, effizienter. Also wenn man, glaube ich, mit dem richtigen Spirit dran geht, dann kann Supply Chain wirklich für nicht nur für die Businesses, aber für die ganze Gesellschaft einen großen Mehrwert bringen. Weil mit Supply Chain ist man einfach überall dabei in großen Veränderungen und man hat es ja jetzt gesehen. Also man hat wirklich einen Einfluss, der übers eigene Unternehmen hinausgeht und ich denke mal, wo man auch andere Ziele verwirklichen kann und wirklich Mehrwert generell bringen kann, ja. Sowohl für Patienten des Unternehmens, aber auch für die Gesellschaft generell, ja, für Umwelt. Also eben, was ja auch ein Trend ist, Nachhaltigkeit und so weiter. Also ich glaube, in Supply Chain ist man wirklich in einer guten Position, da positiv einzuwirken. Ja, sehr schön zusammengefasst. Da möchte ich gar nichts erwidern, weil das ist auch absolut meine Sichtweise, die ich schon ein paar Mal auf dem Supply Chain College geteilt habe. Helmut, zum Abschluss, du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media, LinkedIn vor allem, also da nehme ich dich sehr stark wahr, oder du gehst auch hier auf Konferenzen, hältst auch Vorträge und du hast ja eine monatliche Runde, wo du auch verschiedene Supply Chain Experten zu Themen zusammenbringst. Vielleicht kannst du mal kurz was sagen, was du da machst, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir interagieren, was so dein Antrieb auch hinter diesen, ich nenne es mal monatlichen Runden, nenn es dann mal selber in deinen eigenen Worten, ne, wie du es erklären möchtest. Das wäre ja vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer etwas, wo man sich beteiligen kann oder möchte ab und zu. Ja, es war eigentlich vor 10 Jahren, glaube ich, dass ein ehemaliger Vorgesetzter von mir mich ermutigt hat, ein bisschen mehr nach außen zu schauen und zu netzwerken. Ich war damals so in meinem Tagesgeschäft drinnen, dass ich zuerst gedacht habe, mache ich nicht. Aber dann habe ich eben mitgewirkt in der Schweiz, dass CSCMB den Roundtable zu starten. Inzwischen ist das eine tolle Truppe von Supply Chain Experten, die 3-4 Mal im Jahr tolle Events machen mit über verschiedene Supply Chain Themen face to face, vor allem im Bereich Zentralschweiz, aber jetzt waren wir auch in Genf. Zusätzlich, als ich mein Business gestartet habe, habe ich ein Forum gestartet für IBB Practitioners und Supply Chain Leads, was wirklich ein Peer-Forum sein sollte, wo wir einmal im Monat am 4. Montag zusammenkommen und wo wir normalerweise einen Gastsprecher haben, der so 10 Minuten, 15 Minuten eine Einleitung zu einem Thema gibt, das für ihn oder sie speziell interessant ist. Und dann arbeiten wir so in kleinen Gruppen,
gewisse Fragestellungen aus. Und das ist auch immer, wo etwas entsteht, wo neues Lernen da ist und so weiter. Und inzwischen haben wir, glaube ich, schon über 50 Calls gehabt. Mhm. Und der Trend geht weiterhin nach oben. Ist aber immer eine kleine Truppe von 10 bis 20 Leuten, die sich treffen. Aber für mich auch, zuerst habe ich gedacht, okay, das ist, um das Business zu schaffen. Das war gerade zur Corona-Zeit. Ja, um ein bisschen Momentum zu kriegen. Aber ich habe da aus jedem Meeting, glaube ich, was rausgenommen. Ja, und auch bei Speaker-Events, also ich bin sehr, aber so zweimal im Jahr versuche ich auch bei anderen Speaker-Events teilzunehmen und um eben zu zeigen mit dem Heliblick, mit dem Change Enablement, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich würde jeden einladen, der IBB interessiert ist. Also dieses Forum, dieses monatliche ist kostenlos, sowohl über LinkedIn, wenn mir jemand E-Mail-Adresse schickt oder es registriert über meine Webseite. Also dann freue ich mich über jeden, der da mit Engagement dabei ist und auch mit CSCMP oder anderen Möglichkeiten gerne über LinkedIn oder über die Webseite, dass wir uns verbinden, ja. Sehr gut. Ich werde die Links in die Shownotes packen, sodass ihr es dann einfacher finden könnt. Und ja, gerne mal bei Helmut vorbeischauen. Auf LinkedIn auf jeden Fall folgen. Da gibt es auch immer echt gute Beiträge, die einem nochmal ein bisschen zum Nachdenken anregen und inspirieren. Helmut, ich danke dir sehr für das Interview, für die Stunde, die wir jetzt zusammen gesprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht auch irgendwann mal eine zweite Auflage gibt, weil ich glaube, du hast noch so viel profundes Wissen und Erfahrungsschatz, der sehr wertvoll für die Community sein kann. Und danke, dass du uns heute schon mal einen ersten Einblick gegeben hast. Ja, vielen Dank, Martin. Ich schätze sehr auch die Einladung. Ich muss dir auch sagen, es war mein erster Podcast heute. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber bin froh, war ein tolles Gespräch. Also vielen Dank auch dafür, für die Einladung, ja. Danke. Ja, das war der Podcast mit Helmut Leitner. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich habe nicht im Intro zu viel versprochen. Helmut, nochmal hier vielen, vielen Dank für deine wertvollen Einblicke. Ich hoffe wirklich, wir haben irgendwann noch eine zweite Folge, die wir zusammen aufnehmen dürfen. Wie gesagt, unten schaut in die Shownotes, dort gebe ich euch die Links zu Helmuts Homepage, zu seinem LinkedIn-Profil, was ihr unbedingt folgen solltet, denn dort erhaltet ihr noch weitere Insights, wenn es um das Thema Unternehmensplanung, integrierte Businessplanung geht. Ja, um den Kanal zu unterstützen, bitte ich euch wie immer, lasst ein YouTube-Abo da, einen Daumen hoch da, kommentiert oder besser gesagt bewertet den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr die Podcasts genießt. Das würde mir sehr helfen, dass der Kanal und das Supply Chain College weiter wächst. Wenn euch das gut gefallen hat, dann gibt es noch über 100, fast 200 weitere Beiträge hier auf dem Supply Chain College, die ihr ansehen oder anschauen könnt. Jetzt kommt gleich der Endscreen. Klickt doch mal auf das eine oder andere Video. Dann sehen wir uns gleich wieder.